Dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Nels Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Sled und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was Dirk uns heute zeigt. Denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut, Dirk, heute haben wir den 7.7.2020. Also ein schöneres Datum, weiß ich nicht, ob es das gibt. Deswegen also, kann eigentlich nur gutes Trading werden heute. Das könnte lustiges Schnapstrinken werden am frühen Morgen. Ich muss mal gucken, was ich noch da habe, aber ich glaube, das passt ja dann fast besser. Also irgendwie, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das mache ich dann irgendwie am besten gleich mal, dass ich mal in die Küche gehe und dann mal gucken, was da noch so rumsteht. Irgendwas gibt es ja immer. So, mein Bild sollst du haben, ne? Ja. Alright. Gut, so, dann heute nochmal hier mit normaler Kamera dann auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen heute hier zum Live-Trading mit, wer seid ihr nochmal? FX Flat, ne? Hast du richtig erraten. Ein Spaß. Freue mich, dass das hier wieder stattfindet. Mit dem Markt bin ich jetzt gleich mal gespannt. Aber wie du schon gesagt hast, hier mit dem Datum, ne? Ich habe vorhin schon auf den Markt gedacht, den Markt geguckt und habe nur so gedacht, das könnte lustig werden heute. Weil wir halt ja wirklich nur in der Range da halt rumdatteln. Also jetzt gerade halt irgendwie in beiden Märkten, beide laufen auch so ein bisschen gegeneinander. Das macht es dann natürlich auch jetzt nicht unbedingt einfacher. Aber dann werden wir gleich mal gucken, ob wir da was rausschneiden können. Natürlich jetzt auch Dankeschön an die ganzen Teilnehmer, die da sind und auch hier auch noch fleißig reinkommen. Das heißt, ich rede mal ein bisschen langsamer, solange hier die Zahl noch ansteigt. Aber nichtsdestotrotz gehe ich jetzt natürlich erstmal auf den anderen Schirm, beziehungsweise ich hole mir jetzt erstmal kurz die Fragen. Ich habe irgendwie heute Morgen, heute Nacht irgendwie mit irgendwas gekämpft. Da hinten steht irgendwas komisch ab. Habe ich schon gesehen. Es sieht in dem Licht schon ein bisschen dämlich aus. Ich versuche einfach da quer zu gucken. So, Antennen ausgefahren und sowas. Ja, ne? Das ist schon ein bisschen, ja. Aber ich glaube, so geht es, wenn ich immer so halte. Und dann schalte ich einfach immer so um auf den Hauptbildschirm und gucke so lange in die Richtung. Und erst wenn es dann umschaltet, mache ich das dann so. So, ich gehe mal davon aus, dass das auch funktioniert. Ach, das ist wieder meine Kriegskamera hier oben. Die hat natürlich wieder gar keine Lust. Mal gucken, ob wir die ein bisschen schöner kriegen. Wahrscheinlich irgendwie nicht. Ist zu hell. Naja, ist egal. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. So, aber ist ja auch nicht so wichtig. Kann ja auch mal überbelichtet wirken, wenn ich sonst auch gerne mal unterbelichtet wirke. Das ist alles gut. genau, so, wo sind wir hier? Im DAX. So, also eine Sache, die mir hier halt erstmal nicht gefällt, das kann man sich wahrscheinlich schon denken, wenn man zumindest mal halt den Block verfolgt, das ist sowas hier oben. Das ist halt einfach nicht schön. Das heißt, also wir haben halt hier die 787, die hat auch gestern irgendwie, das sieht man ja, ne, den ganzen Tag eigentlich ganz gut gehalten da oben und dann gibt es über Nacht so einen komplett sinnlosen Schluss darüber und dann halt wieder drunter, wo man sich dann fragt, wozu war das denn jetzt gut? Also ich meine, das ist natürlich, mein generell sind das ja immer Triggerlinien, das hatte ich auch gestern Morgen geschrieben, ne? Wir haben halt hier direkt drunter geschlossen. Ich hoffe, das ist groß genug hier. Wir haben mal direkt runter geschlossen gestern Morgen. Das halt hier war um 9 Uhr die Geschichte. Und dann halt eben, hatte ich im Blog erwähnt, ich gehe davon aus, es geht nach Legende. Das heißt, Schlusskurs drunter bedeutet Rücklauf und dann ab zur nächsten Linie. Und das war die 671. Das hat soweit gepasst. Ist zwar kurz vorher halt hier gedreht, macht aber nichts. Und im Wesentlichen hat das jetzt erstmal gepasst. So, und das Problem hier ist es natürlich, ne, wenn dann halt sowas ist, dann halt eigentlich ganz klar ein Fehlsignal. Kommt schon mal vor, nervt aber, ganz klar. So, und wir stehen hier halt einfach und deswegen habe ich gerade gesagt, das könnte halt heute Morgen auch lustig werden oder eben auch nicht. Wir hängen hier ganz klar in der Range drin, ne, von 671 bis 787 oder von meinetwegen auch bis 12.800.
Und da rechne ich jetzt erstmal nicht damit, dass sich daran was ändert. Und versuche dann jetzt tatsächlich, ich bin da überhaupt kein Fan von, weil das einfach nicht so mein Ansatz ist, aber dann halt hier wirklich die Range zu handeln. Das heißt, ich gehe eigentlich fast davon aus, dass wir nochmal irgendwo in die Mitte laufen. Und das wäre dann halt auch hier wieder die kleine, die kann man wahrscheinlich nicht erkennen auf dem Schirm, aber die 12.749 beziehungsweise 50, ne? Da sieht man ja auch, da gibt es halt diverse, also hier im Stundenchart, hier diverse Abpraller von oben, dann halt wieder von unten, relativ genau und zumindest mal irgendwie nur zwei Kerzen, die da auch einfach durchgehen, ne? Aber dann im Nachhinein eben entsprechend der Verlauf. So, also rechne ich mal damit, ob das jetzt passt, das werden wir gleich sehen, dass wir halt nochmal dahin laufen, irgendwo über die 750 und wir uns dann irgendwie, dass der Markt dann irgendwie einfriert. So, das wäre halt jetzt erstmal das wahrscheinliche Szenario rein vom Bild her. Es sei denn, jetzt die Stundenkerze jetzt hier von der 8 Uhr, das ist ja wirklich hässlich da unten, das Bild von mir, das ist ja, ich könnte was auch tricksen, oder? Wenn ich das hier hell mache? Nö, nutzt auch nichts, einfach nur ganz fürchterlich überbelichtet. Na gut, kannst du dich ändern. Das heißt also, falls wir jetzt halt hier irgendwie um 8 Uhr komplett drunter schließen, dann würde ich schon eher damit rechnen, dass wir das dann auch fortsetzen und dann halt auch hier unten auf dem alten Hoch bei der 581 dann halt wieder landen. Ich meine, generell sieht man ja, ne, so wie der Markt sich abgrenzt, auch wenn es jetzt hier auch nicht so genau ist, aber das war auch nicht der Ansatz bei der 581, dass wir halt hier so eine Range haben, ein kleiner Dip drunter, hoch und dann jetzt hier die nächste Range. Die Tendenz ist da halt schon long, klar, ne? Aber halt, er muss natürlich die Ranges auch halten. Das heißt, ab dem Moment, wo wir hier eigentlich wieder drunter fallen, dann sind wir auch ganz schnell irgendwie bei der 12.410. Da hätte ich ja gestern schon fast mit gerechnet. Nachdem es hier oben so sauber abgeprallt ist, dachte ich eigentlich, dass wir dann als nächstes eben unter der 6.7 einschließen und dann halt darunter purzeln. So, ist aber halt nicht passiert. Stattdessen friert der Markt da halt irgendwie in der Range ein. So, was meint der Lutz? 580 runter und dann hoch? Ja, also möglich wäre es halt. Ne? Ich meine, hier, das ist ja halt so ein altes Widerstandscluster. Klar, das wäre natürlich die andere Variante. Er dürfte halt nur nicht unbedingt jetzt nochmal da drunter. Also 580 runter und dann hoch könnte schon gehen, wobei mir schon fast zu tief wäre, weil hier halt eben. Das ist das Problem hier. Wir haben hier ein Gap, ne? Also gestern. Und ich sage ja immer, Gap Close von oben ist nie long. Oder also ne, so gut wie nie. Und das hat sich auch so gut wie immer bewahrheitet, wenn wir sowas dann mal hatten. Und deswegen wäre ich da schon eigentlich gar kein Fan mehr von. Das heißt, hier mal kurz in die Nähe, meinetwegen, aber Gap zu, dann wäre ich erstmal raus aus dem Thema Long. Weil es eben dann doch zu selten aufgeht. Das heißt, ich orientiere mich jetzt hier erstmal an der 671. Und wenn wir darüber halt jetzt auch um 9 Uhr starten, dann kriegen wir vielleicht nochmal einen kleinen Rücklauf da unten hin und sollten dann erstmal hochlaufen. Also, außer er schließt jetzt genau drauf auf der 671, dann weiß ich auch nicht. Also dann muss ich halt echt mal gucken, wie ich damit halt klarkomme. Im Tageschart, den sollte man hier auch mal nicht außer Acht lassen. Also rein mal zumindest von dem, was wir da halt an Kerzengebilden haben. Da sieht man halt, was mir da halt natürlich erstmal ins Auge fällt, ist Folgendes. Wir haben gestern, also hier, ne, mit dem Gap natürlich, das hat direkt abgehauen, kein Stück korrigiert. Und das bleibt meistens halt eben nicht unbedingt so. Also. Wenn halt so, das ist so ein ganz doofer Ansatz. Ich weiß, das klingt immer total merkwürdig. Aber halt eben eine Kerze ohne Lunte oder Docht, das wird meistens nachgeholt. Das kann man natürlich argumentieren, haben wir hier auch gehabt, ja. Aber wird wahrscheinlich auch noch nachgeholt. Also da gehe ich halt auch mal davon aus, dass das Thema so noch nicht beendet ist. Weder hier an der Stelle noch da oben an der Stelle. Und es ist dann halt immer nur die Frage, wann. Aber von daher wäre es jetzt auch völlig okay, wenn man dann nämlich eben in die Nähe von dem Gap halt laufen, ja, das mal kurz andippen, aber nicht zumachen und dann halt wieder hoch. Das wäre halt schon dann auch in Ordnung. Und momentan sieht man ja halt hier auch, wir bewegen uns momentan jetzt einfach nur in gestern drin.
So, mehr ist da halt nicht. Das ist reines Innenstabsgeschrubbel. So, was 50-50 hast ja immer. Nein, das stimmt nicht, behaupte ich, dass man die halt immer hat. Es gibt schon, ich meine, also Janis hat das hier geschrieben. Also dir sage ich mal, du merkst ja schon, wenn ich mich halt aus dem Fenster lehne und sage, ich fresse einen Besen, wenn das so und so nicht ist. Das ist ja nicht so, weil ich dann halt irgendwie am Tag vorher Hühnerkochen gekocht habe und daraus irgendwelche Dinge ableite, sondern es gibt ja schon Wahrscheinlichkeiten, sind höher. Aber das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit allein nutzt ja auch nichts. Also generell behaupte ich auch, dass hier die Wahrscheinlichkeit höher ist, egal ob der jetzt das Gap zumacht oder nicht, aber dass wir generell halt entweder höher oder innerhalb von diesem Außenstab schließen, das hilft mir aber nicht bei der Beurteilung, wie weit es darunter geht und sagt auch nichts darüber aus, ob ich dann halt am Ende des Tages dann auch irgendwie mit einem Plus da rausgegangen bin. Ja, außer ich sage jetzt hier, gut, ich gehe jetzt hier long und gucke heute Abend 22 Uhr nochmal drauf und sollte ja 300 Punkte runter und nochmal hoch und ich mit plus 1 raus sein, dann freue ich mich, dass ich recht hatte, aber kann es ja irgendwie auch nicht sein. So, das ist halt mal die Betrachtung jetzt halt hier vom Tageschart. Und das heißt, das sollte man definitiv im Auge behalten. Einfach generell halt die Range von gestern, mehr ist es ja erstmal halt da auch nichts. So, aber 3 Minuten. Wir gucken jetzt mal, wie das Ganze sich darstellt jetzt hier gleich bei der Eröffnung. Jetzt habe ich hier den X-Frame denn nicht drin. Und den hole ich mir mal eben. Wo ist er? Unter X-Frame. So, dann gehe ich nämlich hier mal einen tiefer. Ich hoffe, es gelingt jetzt hier stressfrei, weil ich habe hier schon wieder so eine Testversion drauf. Nicht, dass ich da unterbrechen muss. Da habe ich gerade so ein bisschen Marotten vor. Nee, aber sieht erstmal okay aus. So, dann machen wir hier mal den 15 Minuten dahinter. Und dann gucken wir, wie das Ganze hier losgeht. So, noch 2 Minuten. Ja, es sind ja doch noch mal 50% mehr Teilnehmer als noch vor 10 Minuten. Also den Nachzüglern dann auch an der Stelle noch mal ein Hallo und herzlich willkommen. So, also ich gucke mal kurz auf den DAO. Wo habe ich den? Hier, so. Habe ich mir vorhin mal so einen Long da unten eingefangen, einfach mal so ein bisschen auch zu gucken, ob ich mit der Range überhaupt halt hier irgendwie was anfangen kann, weil der macht es nämlich eigentlich recht ähnlich. Bei dem fällt allerdings auf, kommen die 2 Minuten haben wir noch, bei dem fällt allerdings was anderes auf, nämlich der hat halt hier ein deutliches Hoch gemacht über Nacht. Das heißt, hat er hier die Range schon in Richtung Long getriggert. Und von daher war es, das war auch jetzt mit der Grund für einen Long da unten. Weil nämlich natürlich, mal angenommen, das wird jetzt hier kein komplettes Chaos. Und dann sieht man ja halt schon, dass der halt hier in der Range gelaufen ist, ja, und hat dann ein neues Hoch gemacht, das heißt nach oben aufgelöst. Und wenn das jetzt nicht direkt kippen soll, darf er natürlich hier kein neues Tief machen. Und deswegen habe ich da vorhin einfach mal ein bisschen genauer hingeguckt, da unten in dem Bereich, also vor diesem Tief natürlich, nichts dran, sondern vor, sonst wird es ja kein Trend, sondern wieder halt nur Geschiebe. Und habe da halt entsprechend halt mal einen Long aufgemacht. Und auch dazu würde es passen. Aber was halt hier natürlich auch das Problem ist, genau das Gleiche, ne? Das Gezappel einfach innerhalb von dieser Range, das hat einfach nicht so klasse. Es schließt aber auch wieder über der 127. Das ist so mein Punkt auf der Unterseite. Von daher ist es erstmal okay. Aber trotzdem, ich traue dem natürlich auch zu, dass es halt jetzt dann trotzdem da unten kippt und wir dann halt alles wieder kaputt machen. So, aber erstmal starten wir hier fast genau an der 7,1. Das ist natürlich nicht so klasse. Aber wenn wir jetzt halt hochlaufen sollten, noch ein Stück weiter. Aber ich mache den hier mal zu. Das ist halt, glaube ich, nicht Blödsinn. So, deswegen will ich jetzt, also wir gehen direkt mal über die Öffnung drüber. Das heißt, Szenario war ja hier, ich gehe auf die 749. Und würde dort dann halt versuchen,
so ein bisschen das Zentrum da einzufangen. Hier war auch ein kleines Gap, sieht man, ne? In dem Bereich. Das ist jetzt erstmal zu. Da bin ich ja doch mal gespannt, wie er damit jetzt umgehen will. Weil das sind echt so genau die Dinger, ne? Ich hasse es. Also, weil es ist ja schon so, dass halt die Levels, die ich hier halt einzeichne, das hat ja schon so eine gewisse, also natürlich nicht Relevanz für den Markt, umgekehrt, aber natürlich Relevanz für den Handelsansatz. Und ach so, genau, die Linien freigeben, stimmt. Muss ich mir überlegen, kann ich das hier strippen? Ah, da bin ich gar nicht drauf. Das habe ich jetzt tatsächlich voll vergessen. Da müsste ich gleich mal kurz rüberschalten. Aber ich will jetzt hier erstmal gucken, wie er damit jetzt umgeht. Also ist hier die erste Minute, die ersten 2 Minuten. Also infolgedessen wäre das jetzt schon richtig, wenn wir jetzt hier halt noch ein Stück weit dann auch nach unten reagieren. Aber ich lasse jetzt erstmal 5 Minuten lasse ich mal kurz verstreichen. Na, jetzt nur bitte das, was ich vorhin gesagt habe, hier mit dem Gap von unten oder Gap von oben ist kein Signal in die Gegenrichtung. Das gilt jetzt nicht unbedingt hier für Gaps im Minutenchart. Ne? Also das ist halt schon klar, sondern wir reden da schon über Gaps, die dann halt eben aus dem Tageschart halt kommen. Wobei auch hier ist es tatsächlich auch oft so, dass da halt noch mal eins nachgelegt wird, nur jetzt hier im ersten Impuls von der Eröffnungsminute sollte man da jetzt irgendwie das auch nicht überbewerten. So, also drückt so ein bisschen nach unten. Aber wie gesagt, ich würde jetzt echt mal abwarten. Wenn er jetzt unten durchfällt, dann ist er halt höchstwahrscheinlich weg. Aber infolgedessen würde das jetzt schon passen, ne? Also das heißt, wir schließen unter der 671, also laufen wir auch nicht hoch, sondern runter. So, müssen wir gleich nochmal gucken, wo man da reinkommt. In die Geschichte her. Könnte jetzt natürlich auch einfach direkt draufdrücken, ne? Und dann halt einfach drauf bauen, dass wir da unten die Tiefs halt nochmal sehen. Aber was mich halt einfach echt stört, das ist halt der Dow mit seinem entweder Fehlsignal oder doch Long Trend da auf der Oberseite. Das ist halt so ein bisschen. Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall ist da halt schon Bewegung am Start. So, und das ist natürlich halt auch, ne, weil er jetzt da oben nicht weiterläuft. Deswegen lasse ich jetzt mal die 750 auch aus dem Auge. Weil eigentlich ist das ja halt schon der Trigger halt hier für runter. Und deswegen würde ich dann schon mal irgendwie gucken, dass wir das, was ich vorhin gesagt habe, dann hier auf der Unterseite dann halt erwischen. Also das heißt in Richtung von der 600. Aber so schnell wie der hier gerade läuft, läuft er mir weg. Das ist natürlich ein bisschen, das wäre natürlich ein bisschen übel. So, was nichtsdestotrotz. Noch 40 Sekunden, das sind zumindest mal die ersten 5 Minuten um und dann gucken wir mal, ob er dann wieder auf Anfang steht oder ob wir hier unten noch drin hängen. Weil eigentlich kann sowas schon schick werden, ne? Also so eine Kerze, wie wir es hier oben gerade sehen, die kann schon auch ganz nett nach unten dann wirklich auch weglaufen. Von daher glaube ich schon, dass das jetzt halt auch der richtige Ansatz da ist, da jetzt halt Short zu suchen und nicht etwa Long, nicht an diesem Punkt zumindest. Und dann halt mal ein Stück weit dann eben auch runterzukommen. So, ich würde jetzt Folgendes machen, einfach hier versuchen da ans Limit irgendwo reinzukommen, im Rücklauf in der Nähe von der Eröffnung. Aber wie gesagt, wenn er abhaut, ist es jetzt nicht so weiter tragisch. Dann würde ich halt ein bisschen warten und dann halt gucken, dass wir unten dann entsprechend eher halt Long erwischen. Ja, aber das war das, wo ich vorhin ja auch meinte, man könnte natürlich auch direkt Short gehen und gucken, dass wir da unten die Tiefs nochmal testen. Das lag jetzt halt schon so ein bisschen auf der Hand, dass er das machen würde. Und
vermute halt wirklich, dass das so eine relativ lange schwarze Kerze werden könnte, beziehungsweise zu lange soll es natürlich auch nicht, weil da kommen wir da unten aus dem Long natürlich nicht mehr gut hoch. Okay, ich mache jetzt mal kurz Folgendes. Ich schalte mal hier. Oh Moment, bewegt sich ja doch ein bisschen was. Dann hätte ich gesagt, ich mache das mal schnell mit den Linien. Also hier haben wir jetzt irgendwie ein kleines Tief. Ne? Da könnten wir jetzt natürlich schon wieder auf Stopfishing halt irgendwo gehen. Halte ich aber ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht so viel davon. Weil, aber einmal kurz drunter und dann erstmal wieder zurück. Das ist natürlich schon normal. Ne? Natürlich dann halt hier unten auch einige liegen, die sagen, ja, ich gehe da drunter, gehe ich halt short. Das klappt halt so nicht unbedingt. Ja, da sollte man zumindest dann halt irgendwie dann halt einen Rücklauf und dann halt abwarten. Ja, also wenn man es eilig hat, dann einfach nochmal den Anfang von dem Impuls. Ich gucke mir mal den M1 hier an, was der treibt. Mach da auch mal den 15 Minuten im Hintergrund an. Ja, das drückt natürlich schon. Ne? Also man könnte jetzt, es ist halt nur der M1. 9:07 Uhr jetzt auch nicht unbedingt die beste Zeit, weil es genau in der Mitte ist vom M15. Aber man könnte natürlich schon hier versuchen, direkt Short reinzugehen. Aber das kann auch so ein bisschen Trial and Error dann werden. Ich versuche mich mal hier schon noch ein bisschen in Geduld zu üben. Momentan ist er ja erstmal unten, geht es ja erstmal nicht weiter. Das kann sich natürlich auch ganz schnell ändern, das ist klar. Wenn es hier jetzt einen zweiten Ansatz kommt, könnte man natürlich halt auch da unten wirklich Short versuchen. Also bitte nicht nachmachen, weil das muss jetzt nicht funktionieren und im Zweifelsfall gebe ich den auch ganz schnell wieder raus und versuche den oben nochmal zu machen. So, ne, der schon mal nicht mehr. Der schon mal nicht mehr. Man hat jetzt hier direkt halt den letzten M1 nach unten schon wieder weggedrückt, beziehungsweise nach oben. Gucken, vielleicht kriegen wir da schon noch ein besseres Level. Mal schauen. Genau, was wollte ich sagen? Ich schalte mich ansonsten jetzt gleich mal hier auf die andere Umgebung und gebe dann halt die Linie mal kurz frei. Habe ich das? Ne, hier habe ich es nicht drin. Ja, da kommt jetzt erstmal, so wie es aussieht, auf der Unterseite jetzt erstmal nichts. Und also das tritt mir hier zu viel auf der Stelle. Das ist irgendwie nicht so klasse. Ich würde dann lieber hier oben, den lasse ich jetzt mal liegen, in der Nähe von der Eröffnung. Und wenn wir ihn kriegen, dann ist gut. Und wenn nicht, dann ist halt auch gut. So, ich mache mal ganz kurz Folgendes. Ich gehe mal kurz, wechsle mal hier eben den Schirm und gebe nämlich mal hier auf der anderen Seite. Mal gucken, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle hinbekomme. Ich bin ich auch ganz schnell wieder da und gebe das mal kurz frei, weil das hatte ich nämlich jetzt hier nicht drin. So, ich muss dann trotzdem versuchen, den Markt ein bisschen im Auge zu behalten. Also ich bin noch da für die, die sich gerade zugeschaltet haben. Das hat alles seine Richtigkeit. Ich mache nur hier auf der anderen Seite, stelle ich entsprechend mal gebe ich die Linien frei, so dass man die halt eben mit dem Live-Chart-Add-on, so wie ich es ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, dann halt eben in den Webinaren, dass man da halt auch dann Zugriff drauf hat.
So, es dauert nur gerade einen Moment. Ist aber dann gleich da. So, der DAX sollte da sein jetzt. Der ist freigegeben. Und der DAO auch. Könnt ihr mal kurz ein Feedback geben, ob das jetzt alles passt? Der DAX rennt uns nach unten weg. Das sehe ich hier gerade schon. So, und dann gehe ich nämlich hier wieder auf meinen Hauptschirm. So, hat das funktioniert? Könnt ihr mir kurz ein Feedback geben, ob die Linien jetzt da sind, auch bei denen, die nicht die Lizenz haben? Ja, alles klar. Danke. So, ich springe jetzt hier mal rein mit einer kleinen Position. Halt den Stop aber so weit eng. Und versuch mal, ob wir da unten den Impuls nicht da jetzt rauskriegen um 15. Also mit der 15-Minuten-Kerze. Mir fehlt trotzdem hier so ein bisschen der, so ein bisschen mehr Druck noch. Da fehlt mal so eine lange Kerze hier. Deswegen war ich jetzt hier so ein bisschen zögerlich. Und hier sieht man halt auch die Tiefs, die jetzt kommen, ne? Und wir laufen auch hier ganz klar in die Nähe vom Gap. Das hätte ich natürlich auch mal einzeichnen können. Da sind wir bei 603 oder irgend sowas, ne? Also hier in dem Dreh. Da würde ich auch direkt mal den Trail anwerfen, falls wir da einen Impuls darunter machen. Ein kleiner Sprung und weil. Dann testen wir nämlich das Gap nämlich mal an und da wird es dann halt spätestens dann halt auch eng, ne, für jetzt weiter Short. So, ich sichere den mal ab. So, und da sind wir noch. So, das waren ja dann mal irgendwie 12, 13 Punkte. Ja, auch recht sauber. Von daher. Oh, das kann nicht sein. So, das ist hier. Ja, hier ist der letzte. Ach so, ja, genau. Ach, das war so ein blödes Overnight-Ding. Ja, das, der hat es den oben rausgekegelt. Wie viel waren das jetzt? Ist das, Moment. Ja, 13 Punkte, ne? Okay. So, aber jetzt hier, wie gesagt, genau drauf gucken. Am Gap. Und ich kann das doch auch. Das hatte ich ja vorhin schon mal irgendwie auf dem Schirm, sonst hätte ich das hier direkt freigegeben. Das kann ich aber umgekehrt machen. So, Moment mal, bitte. Dazu muss ich nochmal einmal ganz kurz umschalten. Sekunde. Gucken, ob hier alles richtig eingestellt ist. Ja, gut. Das kann ich dann auch ruhig hier drauf lassen. So, also sieht gerade ein bisschen anders aus. Nicht wundern, das ist nicht der Handelschart, sondern nur rein für die Analyse. So, ich gebe den mal hier unten, mache ich den mal dazu. In gewohnter Weise in Violett. Für Gaps und sonstige Geschichten. Ne? Da sieht man es ja halt dann schon. So. Das heißt, die habt ihr jetzt auch im Chart dann die Linie. So, gehe ich mal zurück hier. Ja, ne? Da ist er. Also automatisch eingezeichnet für alle, die, wie gesagt, das Add-on halt haben, sehen das ja halt in Echtzeit. Und da sollte man jetzt schon so ein bisschen gucken. Also, was man machen kann bei Gaps eigentlich immer Fibos. Das heißt, ich gucke mir hier jetzt einfach an, zeige ich mir genau in dem Bereich halt hier von dem Gap, packe ich mir ein paar Fibos. Und ich würde fast darauf wetten, dass wir da
halt relativ genau, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht allzu groß, das Gap, aber ganz oft ist es wirklich so, dass man dann halt irgendwie so 61, 8, 38, 2 in das Gap halt reinkriegen und dann halt entsprechend Rücklauf. Wie gesagt, wenn es zu ist, wird es hakelig für Long, ne? Also ich meine, ich suche ja generell halt hier Long, aber das Gap darf nicht zugemacht werden dafür. Da wäre ich dann nicht mehr dabei, weil ich glaube nämlich nicht, dass wir das dann hier im Webinar dann auch noch durchkriegen, die Nummer. Dann läuft uns die Zeit weg. Also war jetzt natürlich hier die 13 Punkte da gerade. Das war natürlich relativ spät, ne? Aber ich denke, man hat es ja auch verstanden, beziehungsweise ich habe es ja auch erklärt, weil die Gefahr ist halt immer. Der war hier nicht dabei, den habe ich nur gerade hier hingeschoben. Der hier war das. Die Gefahr ist halt immer, dass man einfach nur kurzes Fishing kriegt und dann halt nochmal viel zu weit hochläuft. Es war aber hier nicht der Fall. Hier sieht man es ja an der Minutenkerze, die wir hier haben. Das war die halt, die das Tief ausgelotet hat. Die Geschichte hier ist halt direkt nochmal nachgelegt worden und da kam nichts mehr hoch. Und deswegen habe ich ja auch dann gesagt, gut, da gehe ich dann jetzt mal eine Runde Short rein. Weil das sieht für mich schon aus, als käme da halt jetzt direkt auch der Impuls darunter auf das Gap. Und das hat er jetzt ja gerade gemacht und bin dann ja entsprechend an der Stelle dann auch wieder raus. So, und wie gesagt, ich hätte hier gern schon so einen kleinen Schuss da unten rein, bevor ich da jetzt halt einfach auf den Knopf drücke, weil jetzt hier einfach long, dafür ist mir diese Stundenkerze auch ein bisschen zu unheimlich. Aber vom Gebilde her war das eigentlich schon schön. Ich war nur vorhin hier oben zu langsam. Hätte man natürlich versuchen können, rein vom CAV. Aber so eine Geschichte, das sind natürlich echt nette Kerzen. Also wenn man halt hier so einen Hammer, also es ist eigentlich nicht kein Hammer, aber wenn man sowas hat mit einer langen Lunte nach unten, und so meinte ich das eben, die könnte schon ziemlich lang werden nach unten hin. Und wenn die dann halt komplett gecovert wird, ne? Also einmal halt hier ein höheres Hoch als die Stunde davor und dann halt komplett dann darunter. Und da kriegt man halt auch meistens eine Fortsetzung. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie so bleibt, ne? Ich meine, die Stunde ist halt nicht um. Jetzt ist das Ding halt auch, also von daher ist es eigentlich für Long eigentlich erstmal ganz gut vom Timing her. Auch wenn man sich das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kann, aber spricht eigentlich auch auf der anderen Seite wenig dagegen, dass wir die ganze Geschichte nochmal hier oben drüber schließen. Und dann hat eben eine grüne Kerze hier hinterlassen. Also es kann schon noch passieren, weil Zeit ist genug, es sind noch 40 Minuten. Ne? Also von daher, mir reicht das Tief hier unten, das gefällt mir halt noch nicht. Deswegen springe ich da jetzt auch noch nicht drauf. Aber wenn halt gleich die 30 Minuten um sind, würde ich mir das halt nochmal. Sag mal, wie hänge ich denn da unten in dem Bild drin? Nelson, sag doch mal was. Sieht dir ein, als würde ich hier. Was soll ich sagen? Wie das aussieht. Ich hab mich ja selber nicht im Blick. Man hat dich gesehen. Ja, im Stuhl hängend. Oh Mann, ey. Ich habe aber wirklich nicht viel geschlafen heute Nacht. Aber was ist das für ein Musst ja auch Bild? bequem sitzen, hör mal. Muss dich ja konzentrieren. Ganz furchtbar. Ich habe immer die Füße hochgelegt, ne? Beim Handeln. Das ist oder generell beim Arbeiten. Ja, Deswegen Ingolf, ist. das wollte ich nicht sagen, deswegen habe ich mich da zurückgehalten. Ah, komm, ey. Ich hänge doch nicht so im Stuhl normalerweise. Wie sieht denn das aus? Als würde ich hier irgendwie, als würde mich der Markt erschlagen. Obwohl, wenn man mal einen Trade hätte, der dann immer so alle 5 Minuten 20 Punkte weiter ins Minus läuft. Dann darf man auch mal im Stuhl versinken und zum Schluss auch unterm Tisch. Das ist dann okay. Aber das war jetzt hier nicht der Fall. So, also, da passiert jetzt gerade nichts. Ne? Also, das hier unten, ich meine, man sieht zwar halt, ne? Das geht jetzt hier erstmal nicht so wirklich weiter. Da unten, da gehen die Verkäufer aus, aber die Käufer wollen hier auch noch nicht. Ne? Von daher. Muss auch mal sehen, das ist die erste 15-Minuten-Kerze. Das hat auch nicht gerade von schlechten Eltern das Teil hier. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt drauf bauen, dass die nächste direkt wieder nach oben läuft. Also das kommt dann halt einfach auch nochmal hinzu. Ich glaube schon, dass wir halt hier nochmal ein Stück weit da reinlaufen. Ich meine, ich habe doch hier auch die
Die Levels, da kann ich hier auch mal das Gap ein bisschen genauer einzeichnen. Habe ich das hier? Also ich muss halt. Ach, das macht er gar nicht. Stimmt, ich habe ja. Naja, das ist hier, weil das ist der Publisher und das macht er nur in der Client-Anwendung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber. Oder? Ah, nee, doch, da ist es doch. Ist immer gut, wenn man seine eigene Software so gut kennt. Also, wie sieht das hier aus? Hier sehe ich aber das Gap nicht so ganz genau, aber trotzdem kann man das hier auch mal machen. Wo ist es? Da ist es, genau. Es ist nicht ganz die 581, aber wo sind wir da unten? Sieht man das hier? Ja, ne? Zeig doch mal das Level. Fünf, acht, drei. Ja, gut. Die 2 Punkte reißen jetzt auch nicht raus. Sollte morgens einfach weniger Frösche essen. Das ist nie gut. So. Also. Wie gesagt, reicht mir nicht. Hier haben wir die VA, also ist das Value Area Low. Wäre natürlich auch ein Einstieg, vielleicht nochmal zu versuchen, dort halt nochmal irgendwie einen Short auch aufzumachen. Aber ich glaube, das läuft irgendwie alles ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, 13 Punkte mit einem kleinen Stop. Die waren ja jetzt erstmal relativ schnell im Kasten. So, da kommt der Nachtreter, da kommt er schon. So, und jetzt halt mal genau gucken, was da halt passiert und wo wir da die Käufer auf den Plan kriegen. Ich würde fast tippen hier. Ich mache den aber wieder weg. Ich handle den jetzt nicht blind. Also es ist halt schon sehr eng. Ne? Aber ich meine, was man jetzt ja halt schon sieht, auch wenn jetzt noch nicht viel passiert ist, ne? Aber direkt hier, genau bis dahin, an die 38,2, wie ich es gerade gesagt habe, 38,2 oder 61,8, genau bis dahin ging jetzt hier dieser lange Impuls von der 630 runter, mal irgendwie 35 Punkte am Stück in einer Minute. Das war die längste Minutenkerze hier für die ganze Eröffnung, so wie ich das sehe. Ne, da oben, die war genau noch so. Ne? Das heißt, das war wirklich so der zweite Impuls und läuft dann, habe ich es jetzt verschlafen, genau bis dahin. So, das heißt, jetzt könnte hier langsam das Ganze zu Ende sein, aber ich werde jetzt trotzdem noch warten, weil das erst die zweite 15 Minuten Kerze, wenn das Gap zu ist, sowieso Schicht, erstmal habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt jetzt, aber das ist die zweite 15-Minuten-Kerze. Und die lasse ich jetzt mal fertig machen. Und die ist in der Regel nicht immer genau komplett umgekehrt, wie es halt die erste ist in der Eröffnung. Wird Gap closed, so wie es aussieht? Sein, ne? Das ist aber genau das Ding. Also kann auch genauso gut sein, dass jetzt hier einfach gar nichts mehr kommt, kein einziger Punkt und das Ding gleich um 9:30 Uhr halt komplett nach oben rennt. So, aber man sieht es ja halt schon deutlich, ne? Deswegen bei Gaps, boah, was ist da schon wieder los mit meinem Frosch? So, aber das ist halt genau das Ding, ne? Bei Gaps, Fibos malen. Das ist echt so. Weil das irgendwie halt einige gut finden, die das da halt machen. Wie gesagt, das hier ist jetzt ein bisschen zu eng. Ne? Also es ist nicht sehr groß, das Gap. Aber so, jetzt ist es dicht. Und jetzt gehe ich definitiv nicht long. Definitiv nicht. So. Ja, wären noch ein paar mehr geworden als 13 Punkte. Ne? Aber das war ja, wie gesagt, nicht der Plan. So. Auch wenn wir jetzt hier irgendwie eine Gegenreaktion kriegen. Das ist für mich
Viel zu risky, wirklich. Da jetzt halt nochmal da long reinzuspringen. Also klar, werden da jetzt halt schon einige höchstwahrscheinlich auf die Idee kommen, da irgendwo drunter dran oder wie auch immer, das Ding jetzt wieder zu kaufen. Ich behaupte aber, der wird es nicht schaffen, jetzt nicht mehr schaffen, die Stunde da oben halt in Grün abzuschließen. Und wenn, dann ist es wirklich die berühmte Ausnahme von der Regel, die es natürlich auch immer gibt. Und deswegen muss man da halt immer auch ein bisschen differenzieren, beziehungsweise wenn jemand was sagt, egal ob ich oder sonst wer das ist, ja, ist natürlich immer unschön, wenn halt irgendwie dann genau das Gegenteil eintritt. Aber um das genauer zu beurteilen, dann muss man schon natürlich auch immer zugucken. Der Lutz, ja, der Dow hat gleich die 26. 26 ist nur eine Zahl. Das ist ideal, aber ich gehe da trotzdem mal drauf und gucke mir den jetzt mal an, auch den Kollegen da. Von daher war auch erstmal gut, dass ich vorhin die Long hier zugemacht habe. Da ist ja nichts bei 26. Also ja, hier haben wir natürlich da schon so ein bisschen Widerstand halt, ne? Aber das ist natürlich echt so eine Nummer. Also absolut unnötig. Ne? Das ist Stopfishing, was da oben abgelaufen ist, jetzt über Nacht. Das ist richtiges Stopfishing. Das sieht man auch. Ne? Hier war die Trendgrenze, wo der ganze Tag dann noch abgeprallt ist, macht dann ein neues Hoch und ballert dann runter und schießt hier das Tief ab. Das ist halt, das ist erstmal eine Umkehr. Ne? Also jetzt von Long nach Short wieder. Aber schon ein bisschen heftig. Mit 100 Punkten drüber. Ich habe gestern Abend irgendwie noch gedacht, boah, der wird doch nicht irgendwie da jetzt nochmal 100, einfach nur die nächste 100er voll machen. Genau das hat er gemacht. Total. Ja, genau. 12.410 im DAX. Die würden jetzt natürlich hier auf den Plan kommen. Ne? Also, das heißt, hier Long suchen wegen des Gap Close halt schon nicht. Die Frage ist, kommt man hier noch irgendwo rein? Das ist wirklich halt so die Gretchenfrage. Jetzt kann man natürlich wieder ganz viel hätte, hätte, Fahrradkette. Aber das hilft uns ja alles nichts. Sondern muss ja gucken, wie man mit dem klarkommt, was man jetzt hat. Nicht gehabt hätte. So. Gehen wir nochmal zurück hier auf den DAX. So, ne, wir haben jetzt hier, klar, haben wir da ein bisschen Reaktion. Aber wie man sieht, also beziehungsweise noch sieht man halt nichts, ne? Aber natürlich haben wir da halt, das ist jetzt einfach auch, ich meine, ich sage ja immer, ich muss ja gar nicht mal wissen, was der Markt macht. Ich muss immer nur gucken, wo treffen die Interessen aufeinander. Dass das hier der Fall ist, das ist halt klar, ne? Aber der Trigger ist einfach nicht mehr schön. Also das ist für mich absolut kein Trigger, das Ding. Außer wir schließen jetzt irgendwie halt, keine Ahnung, die Stundenkerze jetzt doch noch irgendwie in Grün und wir kriegen noch mal einen Lauf darunter, dann würde ich sagen, gut, dann kaufe ich mir das Ding. Aber so halt nicht. Das ist, damit kann ich nichts anfangen. Also nicht zumindest für Long. So, machen wir die mal wieder weg, damit wir hier auch wieder was sehen. So, und das Plausibelste, vorausgesetzt, das ist jetzt nicht alles Unsinn, was er halt hier macht. Das wäre halt für mich wirklich hier unten die 12.410 hier in Orange. Warum? Das sieht ja fast unordentlich aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Einfach aus dem Grund, weil wir hier, also erstmal Volumenpunkt. Ne? Also wir haben ja schon ein paar Mal auch in den Webinaren gehabt. Ganz klar Volumen der letzten Jahre immer wieder deutlich. Und was man halt hier einfach sieht, was einem ja wirklich ins Auge fällt, das ist, Moment, ich kann ja auch mal einfach auf das andere Bild gehen. Was man da halt einfach wirklich sieht, das ist natürlich die Geschichte hier, weil dann kann ich es auch gleich freigeben. Hier unten der, ne, also erstmal hier verkaufter Widerstand, verkaufter Support, Entschuldigung, entsprechend eine Paritätsumkehr an der Stelle. Und das Ganze wieder umgedreht. Das heißt, wir hatten hier einen Widerstand, der ist gekauft worden. Da fehlt halt einfach wieder die Bestätigung. Und da spielt natürlich die 12.410 schön mit. Das wäre natürlich, das ist natürlich das Problem. Das ist halt auch klar. Wenn man sich jetzt das hier mal als Beispiel als
aufsteigende Hochs anguckt, ne, jetzt bitte nicht irgendwie als komischen Kanaltrend, weil da kann man natürlich auch sowas bauen, das ist mir schon klar, und da irgendwo suchen, aber das ist ja, so arbeite ich zumindest nicht. So, und das Einzige, was ich halt hier nicht, jetzt aber hier sehe, sind halt die aufsteigenden Hochs, die wir an der Stelle haben. Die wären natürlich dann kaputt. So, das heißt aber auf der anderen Seite nichtsdestotrotz, wenn wir zum Beispiel hier starten, über der 12.500, das wird jetzt nicht mehr passieren in der nächsten Stunde sowieso nicht. Aber wenn wir zum Beispiel halt uns hier langsam vorwärts bewegen und starten dann als Beispiel über der 12.400, und dann wäre es natürlich halt auch schon möglich, dass man zum Beispiel dann halt so eine Bewegung dann halt hier kriegen, die dann halt eben so abläuft innerhalb von einer Stunde. Das heißt, einmal schnell runter und dann halt wieder hoch, ne? Und dann über so eine Geschichte drüber. So, und das wäre dann halt wieder völlig legitim. Und das könnte dann halt natürlich passieren. Und dann können wir das ganze Ding auch wieder nach oben drehen. Deswegen ist das halt, habe ich den hier halt einfach im Fokus. Also hauptsächlich halt klar, ne? Wegen diesen Geschichten hier, das hier und vor allen Dingen halt das hier, weil das gekauft worden ist. Da fehlt halt entsprechend die Bestätigung. So. Und jetzt haben wir hier natürlich, hier laufen wir jetzt halt ins Cluster rein. Das hier war ein Widerstandscluster. Das hatte ich letztens irgendwie als Long Target. Und deswegen ist das noch drin, weil das auch so deutlich reagiert hat. Und da stecken wir jetzt nochmal mittendrin. Also Long Target. Ne? Das heißt also im Zweifelsfalle ist Long da fertig. Und da stecken wir jetzt nochmal mittendrin. Und da spreche ich jetzt für meine Begriffe auch nicht viel dagegen, da jetzt halt auch runterzufallen. Vor allen Dingen, was man halt auch hier sieht, im Stundenchart halt auch wieder, er hat es ein bisschen sauberer gemacht als der Dow, keine neuen Hochs hier oben, ne? Aber halt entsprechend hier neue Tiefs. Ich male sonst gar nicht so viel, es macht aber echt Spaß. Also hier keine neuen Hochs, aber hier, da stehen wir halt jetzt, ne? Abfallende Tiefs. Und deswegen wäre jetzt halt hier ganz klar mein Favorit halt, wenn wir jetzt halt nach 10 Uhr nochmal einen Rücklauf da reinkriegen, muss nicht unbedingt bis zur 671 sein, das wäre mir fast schon zu weit, aber da würde ich da halt schon eher Short suchen. Also vielleicht schließen wir jetzt auch in der Stunde dann drunter und also hier unter der 581. Und dann wäre halt ein Rücklauf einfach so auch nochmal hier bis ans Gap auf die Oberseite oder so. Der wäre dann schon legitim, so dass man halt als Beispiel, angenommen, man startet hier, dass wir dann halt da sowas dann halt kriegen. Das könnte schon passieren. Gut, also, ich glaube, zu handeln kriegen wir hier nicht mehr allzu viel. Aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ein paar Punkte sind es ja geworden. Wer länger drin geblieben ist, hat natürlich mehr mitgenommen. Habt ihr denn was mitgenommen? Könnt ihr mal hier gerne mal auch reinschreiben. Und ja, 50 Punkte, schön. Da Lutz. Unten Long, okay. Ja, für den Impuls ist es okay, ne? Also. Was ist es nicht unbedingt mehr im Trend? Okay. Also es geht ja auch immer, ne, darum, also ich sehe halt schon immer, dass halt viele dann halt hier auch mithandeln. Und auch wenn es natürlich ja, deswegen wird es auch mal gesagt, keine Empfehlungen sind. Aber trotzdem dann immer schön, wenn man halt irgendwie die Sachen ja dann auch zusammen abgleichen kann. Und dann alle was davon haben. Dafür machen wir das ja hier auch. So, ne, jetzt haben wir hier halt Reaktionen, aber wie gesagt, das ist aber auch nicht außergewöhnlich. Die halbe Stunde ist um. Und da gibt es ja meistens so ein bisschen mehr Alarm dann halt auch hier. Gut. Also, ich werde jetzt hier keinen Trade mehr vernünftig platzieren können, glaube ich nicht. Also deswegen mache ich hier eigentlich jetzt so vom Handeln der Öffnung jetzt erstmal auch den Deckel zu. Ich meine, man könnte jetzt hier, ne, wenn man es halt mal rein einfach markttechnisch auch betrachtet, könnte man jetzt hier auch ganz einfach da nochmal
shorten, ne? So hier am letzten Hoch und dann halt gucken, dass wir nochmal nach runter kommen. Aber ich glaube einfach, also solche Gaps, die werden halt manchmal so, das kann ich wieder sagen, so ein bisschen merkwürdig gehandelt. Und von daher traue ich mich jetzt fast nicht, hier irgendwie einen Short aufzumachen. Man sieht ja auch, ne, hier kommt jetzt schon irgendwie ordentlich Bums in den Markt. Hier unten kein neues, also nach dem letzten Tief, hier kein neues mehr gemacht und versucht sich jetzt natürlich hier auf der Oberseite. Es kann auch sein, dass er den halt auch erstmal jetzt hier anknackst und wir dann nachher doch wieder runterlaufen. Es kann natürlich auch sein, dass wir halt hier tatsächlich als Doji enden. Das ist so ein bisschen, gefällt mir jetzt nicht wirklich, ne? Und da jetzt halt nochmal irgendwo auf Teufel komm raus und biegen und brechen hier einen Trade aufzumachen. Na, hier sieht man es schon, geht direkt mal über das Hoch drüber. Aber trotzdem natürlich legitim, hier zu shorten. Das ist halt schon klar, ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Markt sauber weiterläuft im Trend, dann ist natürlich hier der Short. Das ist schon klar. Aber ich denke mal, das ist aber auch nachvollziehbar. Hier sind halt die letzten Hochs an der Stelle. Und jetzt haben wir hier auch noch den Point of Control, wobei der dann hier schon Grund wäre, es nicht zu tun. Aber nichtsdestotrotz, hier sind halt die letzten Hochs im 1-Minuten-Chart. Wir sind hier auf der Oberseite von der 15-Minuten-Kerze halt auch. Das heißt, auch der Bryax Trail würde auch hier, der kriegt ja auch so seine statistische Relevanz. Das heißt, absolut legitim, keine Frage. Aber trotzdem, ich würde jetzt lieber jetzt erstmal die Stunde abwarten, wie das Ganze sich entwickelt. Und selbst wenn wir hier jetzt direkt runterklatschen, wir kriegen schon nochmal einen Rücklauf und kommen da auch ganz sicher wieder irgendwo rein. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Okay, so 50 Punkte, das ist doch schick. Also ich lese hier gerade so ein bisschen die Ergebnisse. Ich habe ja gerade gefragt, wer was gemacht hat. Und von daher, was der bei der 574 waren drei Widerstände. 574. Ach so, ja. 574 da unten. Ja. Also ich meine, wenn du da was hast, das ist ja cool. Mario, ich habe da halt nichts. Ich habe ja einen anderen Ansatz, aber es ist natürlich, wenn man noch ein paar Argumente mehr hat und dann noch sowas sieht, kann man das ja machen. Also, ne, ich habe ja auch gesagt, da treffen schon die Interessen aufeinander. Kann man machen für einen Impuls, aber mehr. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran jetzt erstmal. Aber ist doch cool. 50 Punkte sind 50 Punkte. Du hast ja auch den Vorteil, du musst nicht die ganze Zeit reden und hin und her schalten und dann irgendwie auch noch alles erklären. Aber passt doch. So, aber das hier, ne, soweit sieht man jetzt ja halt auch. Das ist schon okay. Das hätte man jetzt noch machen können, aber wie gesagt, das ist, ich will mich jetzt hier auch nicht unbedingt verheddern. Aber markttechnisch ist das halt eigentlich sauber. Ein bisschen unscharf hier, aber das macht ja nichts. Gut, also die Fragen schränken sich bisher auf das, was das für ein Zeichentool ist. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Das Ding heißt Screen Brush. Für Mac allerdings, ne? Für einen Windows-PC gibt es das nicht. Ich bin ja hier auf einem Mac unterwegs. Gut. So, also nichts mehr kommt. Nelson, würde ich sagen, können wir hier auch gerne dicht machen. Wir müssen nicht unbedingt die Stunde voll machen oder überziehen. 55 Minuten sind ja auch schick. Ist ja alles erklärt und auch irgendwie auch. Kein Problem. Aber eine Frage von Patrick vielleicht noch, die ist jetzt noch offen geblieben. Patrick, wie war das? Also die Stundenkerze muss unter dem Gap geschlossen haben. Ja, ich hätte halt gerne einfach die oder einfach abgearbeitet. Nee, also ich bin halt immer ein ganz großer Fan von Schlusskursen, deswegen wäre es mir jetzt schon wichtig, um da jetzt einen vernünftigen Einstieg zu finden, wenn wir tatsächlich die Stundenkerze irgendwo hier unterm, ja tatsächlich, ne, also unter die 581, das ist ja auch in etwa das Gap, wenn wir dort
Stimmt das? Ja, das stimmt. Wenn wir dort halt drunter schließen, dann wäre es halt am einfachsten, danach nochmal reinzukommen. Und das wäre jetzt halt einfach von meinem Trigger halt, ne? Das heißt, hier unten ein Schlusskurs an der Stelle und dann halt ein Rücklauf und dann kann man ja auch gucken. Hier, ich kann die auch mal gerade freigeben. Mal, aber hier, Live-Trading, da ist er doch. Dass man das vielleicht auch mal. Moment, die gebe ich mal frei. Ist da noch irgendwas anderes drin? Ich hoffe es jetzt mal nicht. Mal gucken, ist hier ein Text? Nee. So, das heißt, die Linie habt ihr jetzt auch im M1 auf jeden Fall. Und die würde ich natürlich jetzt schon im Auge behalten, ne? Weil das natürlich jetzt einfach auch hier markttechnisch so das Hoch ist und natürlich auch hier Point of Control. Und da sollte man schon jetzt so ein bisschen drauf gucken, dass die jetzt nicht unbedingt nochmal irgendwie da großartig drüber geht. Was hat er denn? Was will er die denn jetzt nicht machen? Und? Hat keine Lust drauf gehabt, ne? Moment, machen wir nochmal. Also, hier 630, 628 halt etwa. So, jetzt müsste aber da sein. So, die würde ich dann schon im Auge behalten. Das heißt, wenn wir einen Schlusskurs da unten drunter kriegen, und dann darf natürlich hier nicht mehr drüber. No, das ist klar, weil dann hier einfach echt der Trend dann halt im kleinen Timeframe dann halt kaputt ist. Ne? Also, das wäre so das Maximum. Und aber es sind halt noch 20 Minuten bis hin, da kann jetzt noch viel passieren. Es kann auch noch ganz nervig werden, das ist halt auch keine Frage. Aber damit es long wird, da müsste das Ganze schon ein bisschen anders ausgehen. Da halt nochmal, ja, da bräuchten wir echt eine Kerze, die hier oben drüber über der 671 schließt. Da wäre ich dann halt auch bei Long halt wieder dabei. Nur so. Ich meine, das Schöne, was man ja halt zumindest mal sieht, ne, oder jetzt hier auch mal ganz recht eindrucksvoll in dem Webinar hier gesehen hat, ist, dass ich halt versuche, ja, den Markt halt einzugrenzen, und halt eben nicht allzu viele Linien da halt zu zaubern. Und entsprechend hat man ja jetzt hier auch gesehen, auch wenn es ein bisschen unsauber war am Anfang, aber Schlusskurs unter 671, wo laufen wir hin? Bis zur nächsten Linie. Ne? Und nicht irgendwo dazwischen und gar nichts. Ne? Und das ist halt dann immer so ein Trigger. Also wenn wir drunter schließen, dann gibt es einen Rücklauf und dann geht es halt zum nächsten. In der Regel funktioniert das. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ne? Wie hat hier so ein Quatsch? Auch klar. Aber in der Regel ist das aber halt eben der Ansatz, der auch bei den Legenden ja auch zugrunde liegt. Von daher war das jetzt ja auch mal ganz nett, dass man das mal gesehen hat. Gut. So. Also hier nochmal dunkler machen. Also, ich weiß nichts mehr. Von daher würde ich sagen, Stunde ist auch jetzt fast Das genau voll. glaube ich nicht, dass du nichts mehr Zum Markt. weißt. Ja, super, vielen Dank. Nächster Termin mit dir ist ja am 20. mit Helpdesk. Okay. Genau, damit du da, aber hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da freue ich mich natürlich und vielen Dank für das Webinar. Schön, dass du das auch positiv abgeschlossen hast und natürlich an alle Teilnehmer vielen Dank fürs Teilnehmen. Und falls Sie heute noch handeln, natürlich noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf und genießen Sie vielleicht auch mal das schöne Wetter. Dirk, wünsche ich dir natürlich auch und du hast das Schlusswort. Ich habe gerade geguckt, ob die Sonne scheint. Nicht wirklich, ne? Also in Köln ist Hier zumindest in Ratingen, ja. Ratingen. Das ist die Stadt der Sonne, die heimliche, die keiner. Ja, genau. Nein, ist ein bisschen bewölkt, aber nee, klar. Man muss ja nicht unbedingt die ganze Zeit davor sitzen, man darf aber natürlich. Und ja, also danke fürs Dabeisein. Und das war ja nicht gerade wenig heute. Vor allen Dingen hat sich das Ganze noch mal mehr als verdoppelt sogar seit irgendwie, ne, so in der ersten Viertelstunde. Und freut mich natürlich und natürlich auch, wenn ihr was mitnehmen konntet und oder halt eben das irgendwie jetzt abgleichen konntet für irgendwelche weiteren Entscheidungen. Also ich bedanke mich noch mal auch bei Nelson, ne, dass er immer so früh aufsteht und sich nach Ratingen quält in die Stadt der Sonne und sagt dann auch mal. Sagt dann auch, ist Ratingen überhaupt schon eine Stadt? Nennt man das schon so in der Größenordnung? Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, also euch alles Gute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.